Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man bei Paramount Plus die Sprache ändern kann. Das funktioniert ganz einfach vorweg. Es gibt jetzt keine Einstellmöglichkeiten, wo man einfach ins Menü reingeht und die Sprache ja auf Spanisch, Englisch oder Deutsch einstellt oder sonst eine Sprache. Das geht nur individuell für den einen oder anderen Film. Es kann auch mal sein, dass mal eine Sprache nicht dabei ist. Zum Beispiel ein deutscher Film wird vielleicht nicht auf Englisch synchronisiert sein. Dann besteht diese Option nicht. Wenn ihr aber einen Film habt, wie ich hier, wo das geht, dann zeige ich euch jetzt, wie man das einmal einstellen kann. Dazu muss man den Film anwählen, muss auf Jetzt anschauen gehen und das ist egal, ob ihr das jetzt an der App im Handy macht, am PC oder über den Fernseher, einfach auf Jetzt anschauen gehen. Ich beende das auch gleich mal hier auf Pause wieder, damit uns das jetzt nicht stört. Und hier oben rechts, da habt ihr das Menü, schaut mal Untertitel und Audio. Und uns geht es hier um die Audioausgabe. Und wenn wir da jetzt reinklicken, können wir hier die Sprache auf Englisch einstellen. Und wenn wir jetzt hier unseren Film einmal abspielen würden, dann ist das Ganze auch mit englischer Audio. Also in dem Fall, weil es ein amerikanischer Film ist, auf Original. Wenn ihr kein Englisch könnt, ja, dann stellt es einfach wieder auf Deutsch um. Ihr habt dort dann zum Beispiel auch die Möglichkeiten, hier die Untertitel noch einzustellen. Aber so kann man auf jeden Fall die Sprache ändern für einzelne Filme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.